Günstige FIFA 15 Ultimate Team Coins findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Ibras Road to Glory. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich glaube, ich muss gar nichts dazu sagen. Das Team of the Week Nummer 23 ist raus. Und es ist ein Spieler, der raussticht wie kein anderer. Lionel Messi. Third Inform. Es gibt einen Inform. Es gibt den Recordbreaker mit einer 95. Und jetzt gibt's den Third Inform mit einer 96. 96er Pace. 98er Dribbling. 94er Schuss. 91er Passspiel, der Mann ist überragend und den wollen wir ziehen. Oder auch gerne Viererpacker Bastos oder gerne Second Inform, glaube ich, ist es Thomas Müller mit einer 88 oder gerne auch der Götze Inform, also ihr merkt, das ist brutal. Gago noch mit am Start, Guarin haben wir mit dabei, auf der linken Seite sozusagen haben wir noch Kasri, Smalling in der Verteidigung, Trapp aus der Fußball-Bundesliga, De Jong, der auch mal in der Bundesliga gespielt hat, also dieses Team of the Week ist brutal, aber nichts, aber auch gar nichts übertrumpft diesen Herrn hier. 96er fucking Messi. Den wollen wir ziehen. Und wie es der Zufall will, gibt es heute, ich glaube, die größte Anzahl an Packs ever, Freunde. 26 7500er Packs gibt's. Das ist schon fast mehr wie normales Pack-Opening. Und das einfach nur in der Serie. Aber ihr habt es euch verdient. Letzter Part wieder über 1200 Likes. Von dem her vielen lieben Dank für eure geniale Unterstützung. Die Serie kommt richtig, richtig gut an. Und vielleicht knacken wir heute auch wieder die 1000 Likes. Also wenn dir das Video gefällt, lass einen Daumen nach oben da. Würde mich über deine Unterstützung sehr freuen. Und in dem Sinn, glaube ich, quatschen wir jetzt nicht allzu lange drum rum. Letztes Spiel 4-0 gewonnen. Jetzt geht's rund, jetzt geht's los. Jetzt werden die Packs gezogen. Und es gibt zwar auch, ich weiß, Freunde, es gibt Jumbo Premium Gold Sets. Es gibt Premium Gold Spieler Sets. Aber laut den Regeln, wer sich noch dran erinnert, der weiß, dürfen wir erst ab Liga 2, sprich in Liga 2 und in Liga 1 alle Sets öffnen, die es gibt, sprich auch Zettel, hätte ich jetzt schon fast gesagt, auch Special Sets. Ist Ulreich ein Upgrade? Ist Ulreich gleich mal ein schönes Upgrade, Freunde, denn die gibt es auch noch. Es gibt die Upgrades, es gibt leider keine Man of the Matches, glaube ich, gerade, soweit ich jetzt zumindest weiß, aber das ist doch alles gar nicht so schlecht. Ich nehme mal wieder alles mit in den Verein. Und das war Pack Nummer 1. Ich werde mal gucken auch, vielleicht schneide ich das so ein bisschen zusammen, das Pack-Opening. Es sind ja, wie gesagt, enorm viele Packs, die wir öffnen werden. Vielleicht mache ich es einfach schneller. Ich werde mal sehen, je nachdem, ob wir was Gutes ziehen oder eben nicht. Oder ich mache es einfach jetzt im Schnelldurchlauf. Das wäre auch eine Idee. Pack Nummer 2. Stellt euch vor, wir würden heute einfach mal ohne Witz Lionel fucking Messi in Form ziehen. Wie krass wäre das denn bitte? Wie krass wäre das denn bitte, wenn wir so viel Glück hätten? Ich würde es nicht mehr packen, Freunde. Ich würde es nicht mehr packen. Wenn das heute real wird, dann ist Schluss mit lustig. Lovren aber im Bula. Wall haben wir noch mit am Start. Und Wagner, den können wir mal abstoßen. Nur ein Duplikat, dass wir sowas erleben dürfen. Das gibt es auch relativ selten. So, fünftes Pack. Das wir öffnen, sprich ein Fünftel haben wir knapp schon in Anführungszeichen geschafft. Da haben wir Ivica Olic drin. Auch nicht schlecht. Der Rückkehrer, der Mann vom HSV. Also von Wolfsburg ja gekommen, ihr wisst Bescheid, Freunde, ist jetzt doch schon wieder ein paar Tage her. Aber es ist bisher noch nichts wirklich krass Gutes gekommen. Komm schon, lieber FIFA-Gott, Eden Hazard vorne drauf. Und es ist Alexander Meyer, der Mann, der momentan auch steil geht in der Fußball-Bundesliga. Aber in Ultimate Team geht der nicht wirklich steil, da bringt er uns nicht wirklich viele Coins ein, beziehungsweise hilft uns nicht wirklich weiter. Deswegen, ja, so ein Higuain wäre nicht schlecht. Mit dem könnte man schon was anfangen, mit dem könnte man spielen. Wir haben Bötius, wir haben Benaglio. Und wir haben das Chelsea-Wappen, Freunde. Auch eigentlich so ein bisschen für die Katze. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, was war euer bester Mann aus dem Team of the Week? Nummer 23, würde mich interessieren, wen ihr da gezogen habt. Ne? Wir hatten ja im Livestream hatten wir ein paar richtig, richtig gute mit am Start. Unter anderem für Informs. Robben war mit dabei, Hazard war mit dabei. Touré war mit dabei. Also da lief es ganz gut, aber heute im Video auf YouTube dürfen wir auch mal wieder ein bisschen Glück haben. Das wäre nice. Und wir haben Maxes aus, ja, Mailand, Freunde. Nehmen wir mal wieder alles mit, aber bringt nicht wirklich was. 10. Pack, glaube ich, müsste gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir sind immer noch nicht bei der Hälfte angekommen. 26 fucking Packs. Das ist schon grandios, ne? Das ist schon wirklich grandios. Und heute, oh, Fernando, der ist nicht schlecht. Den kann man durchaus mal ein Premier League Team mit einbauen. Ich nehme mal wieder alles mit. Eine Fitnesskarte, auch die ist immer gar nicht so verkehrt. Dadurch, dass wir wirklich nur mit den Karten spielen. Der Account war ja vor der Serie clean. Wir spielen ja wirklich nur mit dem, was wir hier in Packs ziehen. Wir kaufen uns niemanden, wir machen sonst nichts, sondern wirklich nur mit allem, was wir aus Packs ziehen, wird gespielt. So, nächstes Pack. Ich hoffe, ich verzähle mich nicht. Heute ist die Wahrscheinlichkeit groß. Ich glaube, es ist Pack Nummer 14. Sprich, wir haben jetzt schon die Mitte sozusagen erreicht. Und wir ziehen Bruma und wir ziehen Schäfer, einen Klubberer. Ach, ist das schön, Freunde. Ich als Clubfan, aber ne, den werden wir natürlich erstmal nicht gebrauchen können. Nächstes Pack. Pack Nummer
15. Ich glaube, jetzt ist er drin, Freunde. Jetzt ist er drin. Jetzt kommt er. Jetzt kommt der Hammer. Ich glaube, jetzt kommt der Hammer und es ist Quagliarella, der war auch noch in Form. Ich glaube, im Team of the Week 22 war der noch in Form. Jetzt leider nicht. Sind wir ein Tickchen zu spät gekommen. Wobei auch Quagliarella in Form jetzt keine Granate ist. Ne? Wer zwar in Form ist schön. Wir hatten bisher nur einen, nämlich Diego fucking Costa, mit dem wir absolut zufrieden sind. Der Mann geht steil wie kein anderer. Aber so langsam könnten wir doch mal, Freunde. Oder was meint ihr? Wieder ein bisschen noch mehr Glück haben. Noch mehr Glück? Gönnt ihr mir das überhaupt noch, wenn ich noch mehr Glück habe? Wobei man dazu sagen muss immer, wir öffnen ja so viele Packs. Irgendwann muss auch mal was Gutes drinnen sein, ganz klar. Und ob man dann da immer Gewinn macht, weiß man auch nicht. So, Dido haben wir. Mirinha, Wasser. Ein paar Chemistry Styles, die nehmen wir mit. Da kann man sich jetzt auch mal schon so langsam Gedanken machen bezüglich den Chemistry Styles. Da habe ich ja immer gemeint, Freunde, da warten wir noch, bis wir wirklich ein richtig gutes Team haben. Aber so langsam haben wir ein richtig gutes Team. Abdenur und Suarez. Aber das ist Matthias Suarez, Freunde. Das ist Matthias Suarez. Den will ich nicht. Vor allem, das ist schon Verarsche pur. Wir haben Argentinier, der Suarez heißt, ne? Nee, es kann nicht der richtige Suarez sein. Aber es kann auch nicht der Messi sein, der Third Inform, ne? Unglaublich. So, nee, da können wir uns echt mal Gedanken machen, ob wir da die Chemistry Styles langsam sicher anwenden. Antoine Griezmann. Das ist jetzt aber ein Upgrade, Freunde. Das ist jetzt ein Upgrade, wenn mich, glaube ich, da nicht alles täuscht. Da gibt es wahrscheinlich gar keine mehr auf dem Markt, so ungefähr. Griezmann in Form sehr, sehr nice. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und ein Gratis-Set, das werden wir natürlich auch noch einlösen. Wunderbar, sehr, sehr cool. 20. Pack müsste es gewesen sein, glaube ich. Und dann gleich so viel Glück. So muss das sein, Freunde. So muss das sein. Und da jetzt einen draufsetzen. Komm, jetzt kommt Messi. Der wird so gut passen mit Griezmann. Messi, 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 Messi ist es leider nicht. Es ist Willems. Und sonst nichts. Übrigens, kleine Info noch an euch. Ist jetzt zwar auch schon wieder ein paar Tage her. Was heißt ein paar Tage? Ein, zwei Tage. Wenn ihr das Video seht. Weil es gab ja, aufpassen, überspringen. Ich dachte schon, wir haben jetzt was Gutes, haben wir nicht. Denn es gibt ja auch die Skill-Upgrades, ne, Freunde. Zum Beispiel, wer was, ich glaube, Oscar hat jetzt 4-Sterne-Skills und viele andere, die auch upgegradet wurden. Also da könnt ihr gerne mal bei Twitter, bei EA vorbeischauen oder wo er das findet, Facebook, wo auch immer. EA hat ja da ein paar mehr Seiten, dass ihr da wisst, wer das alles genau ist. Ich bin ja nicht so der Skiller, von dem her interessiert es jetzt mich nicht so wirklich toll, muss ich gestehen. Aber nur als kleine Info, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, damit ihr da Bescheid wisst. YouTube soll ja auch Informationen vermitteln und das habe ich hiermit getan. Perqui, Freunde, wir ziehen. Wir haben halt echt nichts Gutes. Griezmann war der Beste, aber dafür, dass wir echt jetzt schon mittlerweile 10, 20, 25 Packs, glaube ich, aufgemacht haben, also das müsste jetzt das 25. sein, ist das ein bisschen Weng Weng, wie man bei uns sagt. Ein bisschen wenig wenig, Freunde. Nächstes Pack, Layana, nächstes Upgrade, auch sehr nice, aber ich glaube, da haben wir Mata. Vielleicht testen wir mal Layana, ich weiß es nicht. Ich nehme ihn mal mit. Natürlich nehmen wir ihn mit, den Rest stoßen wir ab und dann öffnen wir noch das letzte Pack plus natürlich die zwei Gratis-Sets, die wir haben. Die zählen immer einzeln mit dazu. Die dürfen wir zusätzlich aufmachen und wir haben Martinez irgendwas, Freunde. Es ist doch nicht zu fassen. Wir haben nichts Gutes. Bisher. Pass auf, jetzt ist in den Gratis-Sets ein Ronaldo und ein Messi drin. Dann geht's hier richtig rund, Freunde. Also, ich zähle nochmal 10, 20, 26 Cent. Ramos. Ramos doch gar nicht so schlecht. Ramos ist doch gar nicht schlecht für die Fußball-Bundesliga. Nehme ich mal mit für den Sturm. Drimmitsch noch dazu mit am Start. Und jetzt das letzte Set dieses heutigen Videos, Freunde. Danach machen wir die Spiele Nummer 2 und 3 in Liga Nummer 4, glaube ich, müsste sein, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, ne? Da ist auch nichts Gutes drin. In Liga 4. Könnt ihr mal gucken, schnell, wie viele Spiele wir brauchen, um letztendlich aufzusteigen. Fürs Team müssen wir eigentlich gar nicht großartig was ändern. Wir können mal eben schnell schauen, ob wir vielleicht Ibra España, ob wir sagen, gut, wir spielen mal mit dem Team und packen da jetzt Griezmann hin. Das wäre vielleicht noch so eine Idee, aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ich werde mal, glaube ich, mit dem Spanien-Team spielen. Und da werde ich noch nach ein paar Upgrades suchen. Vielleicht machen wir auch mal ein Hybrid. Werden wir alles sehen. Könnt ihr mal gerne auch in die Kommentare nochmal schreiben. Ich glaube, das habe ich neulich schon mal angesprochen, ob wir da jetzt in die Richtung wirklich gehen sollen. Und in dem Sinn zeige ich euch noch schnell, wie es in der Liga aussieht, damit ihr da Bescheid wisst. Und dann mache ich mal eben schnell das Team fertig und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. So, 3 Punkte haben wir dann nämlich. Einen Sieg in Liga 4, so schaut's aus. 19 brauchen wir für den Titel, 16 für den Aufstieg. Also das ist machbar. Das ist machbar aus neuen Spielen. Und in dem Sinne kümmere ich mich mal eben schnell um unser schönes Squad und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, das Team steht. Ihr seht es im Hintergrund. Ibrahimovic, Mandzukic, Griezmann, Feghouli, Rafinha, Benyat, Piqué, Pepe, Arbeloa, Balenciaga oder so heißt der, glaube ich, auf links. Da gucken wir mal rein. Balenciaga, jawohl. Und Ochoa im Kasten. Und was mir noch gerade aufgefallen ist, Pedro zum Beispiel hätten wir auch noch auf der linken Seite. Aber Griezmann, klar, den Ticken besser. Und was ich auch noch erwähnen will, wir haben leider keine Positionskarte, dass sich Griezmann wirklich zum LM machen kann. Sprich, so weit, wie wir es jetzt haben, ist die bestmögliche Variante mit einem Liga-BBVA-Team hier und heute zu kicken. Freunde, ich habe richtig Bock. Benyat ist reinrotiert. Griezmann ist reinrotiert. Er da hinten, der Ochoa, ist reinrotiert. Und das dürfte es dann soweit gewesen sein. Sonst waren alle schon da. Und in dem Sinn gehen wir es an, Freunde. Wir sehen uns gleich.
wenn wir einen Gegner gefunden haben. So, Freunde, und der Gegner ist gefunden. The Pro Gamer 36 ist am Start. BFC Kings, 83er Bewertung. Halt die Fresse, heißt sein Team. Na, der ist ja richtig nett, Freunde. Ramos am Start. Inform, De Bruyne, Second Inform, glaube ich sogar, oder? Dann Götze am Start. Luis Gustavo, Sam, Reus, Alaba. Hinten habe ich weiter nicht gucken können. Das wird ein harter Brocken. In dem Sinn, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Die nächsten drei Punkte holen. Sydney Sam geht außen vorbei. Sam ist schnell. 90er Pace, glaube ich, der Mann. Kommt und kommt und kommt. Und keiner kommt hinterher. Sydney Sam. Immer noch Sam. Oh, Uno Choa ist da. Erste kleine Möglichkeit. Wieder. Und dann ist es ein Foulspiel. Jawohl. Und dann ist es ein Foulspiel. Und jetzt vielleicht die erste gute Möglichkeit nach dem Freistoß hier. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Geiles Ding. Keeper holt den raus. Gute Möglichkeit. Die beste bis dato. Nach 22 Minuten, Freunde. Ihr habt nichts verpasst. Mehr ist bis dato nicht passiert. Sam, mit dem Fehler Benjat haben wir. So, nochmal anschieben, komm schon. Da muss doch was gehen hier. Griezmann. Jawohl, schön gespielt, Ibra jetzt mit der Chance. Ibrahimovic, und jetzt ist er drin. 41. Minute, Freunde, es tut mir leid, dass ich bis dato so wenig reingeschnitten habe für euch. Aber es passiert nichts in diesem Spiel. Das ist die zweite Chance in der kompletten Partie. Das zweite Mal, dass irgendeiner von uns beiden vom Tor ist. Und Ibra macht die Bude. Zwei Packs kommen oben drauf, die wir hier öffnen dürfen. Langweilig hoch 10, aber wir führen. Und das ist das Wichtigste. Griezmann. Mandzukic. Ibra. Griezmann. Und dann ist er auch drin. 2:0. Jetzt sind wir endgültig angekommen in dieser Partie. 45. Minute. Ich glaube, eine Vorlage von Ibra. Sprich, das nächste Pack, das oben mit draufkommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Die Abrechnung, die gibt es zum Schluss. Da haben wir es ja. Ganz klar. Ibra war das. Und dann Griezmann, der Neuzugang. Och, Freunde. Einwandfrei macht er den rein. Wunderbar, wunderschön. Und das dürfte es dann gewesen sein. 2:0. Traumding. So, Freunde, Halbzeit hier in Liga 4 im zweiten Spiel. Wir gehen rein. Ihr seht's, 0 Schüsse, 0 Ausdauer vom Gegner. Wir mit 4 Schüssen, 3 auf die Bude. Ich habe euch alles gezeigt, was ich an Highlights aus diesem Spiel rausnehmen konnte. Es ist langweilig, durch 10, aber es ist anstrengend trotzdem. Aber wir führen, und das ist das Allerwichtigste. 2:0, gehen wir rein in den hoffentlich besseren zweiten Durchgang. Kommen wir nicht hin, da ist Götze. Jawohl, haben wir. Und jetzt geht's wieder rund. Mandzukic, Ibra. Mandzukic, und jetzt muss es eigentlich fallen. Jetzt muss die Entscheidung her. Mario, Mandzukic, so ist es. 3:0, 63. Minute. Wir sind gut effektiv und der Gegner findet 0 ins Spiel. So muss das sein, Mandzukic mit der nächsten Bude. Der dritte, und damit sind wir weiter ohne Gegentor in Liga 4. Ibra, drüber gechippt. Kein Abseits. Griezmann, komm nicht ganz ran, Leno. Im Kasten hat den sicher. Schade. Gut gegen Alaba, super durchgesetzt. Ja. Abeloa. Abeloa. Und dann gibt's den Freistoß. 75. Minute. Da hackt er nochmal so ein bisschen von hinten in die Beine. Das ist doch eine gute Position. Vielleicht für einen Zlatan. Ibrahimovic. Ich bin gespannt, Freunde. Viertelstunde noch zu gehen. Den Sieg, den haben wir sicher. Alaba bekommt die gelbe Karte. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Abgefälscht. Und dann gibt's sogar den Abschluss, weil Pepe noch hingeht. Schade. Nächster Freistoß durch Ibra. War auch nicht so schlecht, aber am Ende trotzdem nicht gefährlich genug. Oh, der war stark. Und dann hat Ochoa den. Das könnte als Schuss zählen. So, Freunde, Schluss aus vorbei. 3:0 Sieg am Ende. Ibrahimovic hat zugeschlagen, aber leider nur einmal. Und es war ein komplett kurioses Spiel. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ihr habt es gemerkt. Relativ wenig Sachen reingeschnitten. Wieso ist aber rum, Freunde? Ihr werdet es gleich in der Statistik sehen. Allzu viel Gutes ist nicht passiert. Also gut schon für uns, aber für den Gegner nicht. Also das war eine komplett einseitige Partie. Wobei man dazu sagen muss, der Gegner war nicht komplett schlecht. Ihr werdet es gleich an der Statistik sehen. Er hat allerhöchstens, glaube ich, einen Schuss aufs Tor. So, nicht mal. Er hat 2 Schüsse insgesamt. Das war einfach gar nichts, was von ihm kam. Aber vom Spielerischen war es nicht schlecht. Er hat irgendwie den Abschluss nicht gefunden. Vielleicht hat er es vergessen. Vielleicht war es irgendeine Challenge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall am Ende gewinnen wir mit 3:0. Das ist wunderbar. Wir schauen jetzt eben nochmal rein. Spielerbewertung. Ibrahimovic mit einem Tor. Das heißt, 2 Packs, die wir öffnen dürfen. Bester Mann ist er auch noch. Das heißt, nochmal 3 Packs. Eins, zwei. Jetzt funktioniert mein Stift schon wieder nicht. Sind wir bei 5 Packs. Dann hat er eine Vorlage noch. Dann sind wir bei 6 Packs. Dann haben wir den Sieg. Dann sind wir bei 8 Packs. Es müsste 8 Packs sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ja, korrigiert mich. Ich werde natürlich wieder die Kommentare lesen und dann mich nochmal verbessern, falls es falsch sein sollte. So rum. Und in dem Sinn, glaube ich, müsste aber passen. Müsste passen. Müsste passen, Freunde. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal zurück. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir den nächsten Gegner gefunden haben. So machen wir es.
So, Freunde, der nächste Gegner ist gefunden und wie könnte es besser passen? Er ist Spanier. Zumindest, glaube ich, hieß das Team jetzt irgendwie so die Richtung. Wir schauen mal rein. Der Gegner, nö, irgendwas war... Ach ja, Real. Deswegen, wegen dem Real-Wappen. Mehr aber mit Sturridge, mit David Silva, mit Azpilicueta, mit Willian, mit Fabregas, mit Gerrard, mit Zabaleta, mit Koscielny, mit Cahill, mit Smalling und mit, ich glaube, Lindegaard. Ich habe es nicht mehr gesehen, den Torwart. Nur auf jeden Fall von Man United. Entweder De Gea oder Lindegaard im Kasten, Freunde. Gehen wir's an. Auf geht's. Zweites Spiel des heutigen Parts. Figuli, eins weiter nach vorne. Mario Mandzukic und dann ist der Keeper da. Erste gute Möglichkeit, dritte Minute. Oh, Freunde, ihr merkt übrigens, es leckt hier ein bisschen. Ihr merkt es natürlich. Ganz tief durchschnaufen, Freunde. Ich bin sprachlos. Was eine Aktion, aber ihr merkt, es leckt ein bisschen. Richtig beschissen. Immer so kurze, hässliche Lecks vor allem. Müssen wir mal gucken, dass das trotzdem für uns positiv wird. Oh, ich spiele aber auch scheiß Pässe gerade. Aber dieses verdammte Gelecke regt einen auch auf. Nächste gute Chance. Mario Mandzukic. Zlatan. Ibrahimovic. Steigt da schön hoch. Rafinha. Rafinha. Ibra. Och, Gottes Willen, Freunde. 17. Minute gibt's doch nicht. Der Ball findet noch nicht den Weg ins Tor. Gute Möglichkeiten, aber es bleibt beim 0:0. Ibra wollte da geschickt werden. Griezmann mit dem Schuss. Der war gut. 22. Minute. Nächste gute Aktion von uns. Wieder geht er nicht rein. Da ist Mandzukic. Mal wieder geblockt, Freunde. Mandzukic. Rafinha, der kommt tatsächlich hin. Da habe ich schon Ärger oder Härte aufgezogen, damit ich da den Kopfball gewinne. Und dann kriegt er sogar den Ball mit dem Fuß. 44. Gut dazwischen. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Und jetzt ist er nicht drin, De Gea. Ich dachte schon, Lücke war da. Und damit gehen wir rein in die Halbzeit, Freunde. 0:0, der Spielstand nach 45 Minuten. 9 Schüsse, 5 aufs Tor. Der Gegner mit 4 Schüssen, 3 auf die Bude. Also ist ein bisschen was passiert, aber es leckt ohne Ende. Das ist so ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen sehr, sehr blöd, Freunde. Aber wir kämpfen, wir fighten, wir holen uns die 3 Punkte heute. Auf geht's. Sehr schön, jetzt Ibra schicken. Dann hat er mal Platz, der Junge. Zlatan Ibrahimovic. Ich dachte, mir mache ich einen Trick und da schieße ich einfach. Ihr habt gesehen, für was ich mich entschieden habe. Schade. Figuli, schön. Doppelpassversuch. Machen wir aber nicht. Spielen wir lieber Ibra. Und zünden mal mit dem den Turbo. Zlatan Ibrahimovic. Wieder nicht. Wieder ist er nicht drin. Die wohl beste Möglichkeit bis dato. Nein! Der gibt... Freunde, der gibt jetzt nicht wirklich den Elfmeter. Von was denn? Von was denn? Ich werde doch neben dem herlaufen dürfen. Das ist doch jetzt nicht mehr normal. Vorne gehen die Bälle nicht rein. Egal, was er macht. Und weil Silva einfach 5 Köpfe kleiner ist. Ja, weil er da zieht. Zieh doch nicht. Stell doch deinen Körper rein, Piqué. Wenn ich in den Zweikampf gehe. Meine Güte, Terrar mit der Chance gegen Ochoa. Wäre das bitter. Wir sehen hier die bessere Mannschaft und liegen vielleicht gleich hinten. Ist das bitter. Durch so einen Dreck wieder. Steven Gerrard, aber er hat die Chance. Ochoa, Ochoa. Ochoa, holt den raus. Boah. Freunde, ganz, ganz wichtig. Super gemacht von Ochoa. Und jetzt aufpassen. Jawohl, nochmal geklärt. Auf geht's. Freunde, Zlatan Ibrahimovic wird gefoult und jetzt gibt's den Elfmeter für uns. 71. Minute, da wendet sich das Blatt. Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic. Er holt ihn auch raus. Ist heute der Tag der verschossenen Elfmeter. Ich werd bekloppt, er war nicht gut geschossen. Er war nicht gut. Oh Mann, ist das eng. Wir müssen jetzt mal die Seite dann wechseln, Freunde. Das passt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Piqué. Super Kopfball. Ibra. Jawohl. Rafinha ist es. Rafinha. Guter Pass nach unten. Griezmann geht vorbei. Griezmann geht vorbei. Griezmann mit dem Schuss. Ibra. Och Gott. Und jetzt mach ihn, Mandzukic. Mandzukic macht ihn. 83. Minute. Es ist mittlerweile verdient, auch wenn ein absolutes Kacktor. Aber Mario Mandzukic mit dem 1:0. Alle schießen, dann hauen die sich gegenseitig um. Und Mandzukic nimmt sich noch die Zeit, macht ihn rein. 1:0. 83. Verdient. Verdient, Freunde. Weiter geht's, auf geht's. Jetzt nichts mehr kassieren. Flanke in die Mitte. Und Ochoa holt den raus. Boah. Ganz wichtig. Dachte schon nicht, der kommt da mehr runter. De Gea mit dabei, mit vorne. Und Ochoa hat ihn. Da ist Gerrard. Und jetzt ist Schluss, Freunde. Und jetzt ist Schluss. 1:0 Sieg am Ende. Das dritte Spiel in Folge, das wir gewinnen in Liga 4. Und das wir auch noch 0:0 gewinnen. Zlatan Ibrahimovic hat nicht die Bude gemacht. Elfmeter verschossen. Aber
Mandzukic war dann zur Stelle, sein kongenialer Sturmpartner macht das Tor und damit kriegen wir wieder ein paar Packs. Also, wunderbares Spiel, 84. Ein kurioses Tor, beschert uns den Sieg, aber insgesamt denke ich, geht das in Ordnung, dass wir gewonnen haben. Wir gucken mal rein. Tore hat da keins, Vorlage hat da keine, wir haben den Sieg, das heißt 2 gibt es oben drauf, 2 Packs, dann sind wir jetzt bei 10. Rage Quit gab es nicht, Tor wie gesagt nicht, Man of the Match nicht, alles nicht. Also, wir stehen bei 10 Packs. So viel steht schon mal fest, 75.000 Münzen, die wir im nächsten Part auf den Topf hauen werden. 15 Schüsse, 9 aufs Tor, 7 Schüsse, 6 davon vom Gegner auf die Bude. Also, das geht in Ordnung. Das geht alles in allem in Ordnung, dass wir da gewonnen haben. Und in dem Sinn hoffe ich, euch hat's gefallen. Wenn ja, gerne den Daumen nach oben da lassen, würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst gar nichts. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!